mal das eben, was Sie gesagt haben? Sie haben gerade eben was zu mir gesagt. Ich habe gesagt, du sollst deine Fresse halten und nach Hause verpissen, du scheißdreckige Deutsche. Darf ich wiederholen? Ich soll meine Fresse halten, du scheißdreckiger Deutscher. Also bitte die nächste Strafanzeige. Die nächste Strafanzeige. Du, da hier, schau diesen aggressiven Typen an. Ja? Die nächste Strafanzeige. Ich soll mich verpissen, du scheißdreckiger Deutscher. So, das, bitteschön, den lassen wir jetzt nicht laufen, den Typen. Gell? Da bestehen wir auf einen Strafantrag. Es wäre jetzt gut, wenn jetzt Polizeieinsatzkräfte da im Hintergrund wären und jetzt mal den Leuten zeigen, dass hier auf dem Schlossplatz das deutsche Gesetz gilt. Und verpiss dich, du scheiß dreckiger Deutscher. Das ist eine zutiefste Beleidigung. Leute, merkt ihr was? Dieser Moslem bezeichnet mich als scheiß dreckigen Deutschen. Das seid ihr auch mit gemeint, ne? Scheiß dreckiger Deutscher. Ja? So, der Sportsfreund tut sich jetzt nicht verpissen, oder? Da ist er. Also, bitteschön, da wäre es jetzt gut, wenn wir das jetzt mal durchziehen und nicht noch eine halbe Stunde warten, wo dann wieder irgendwie, keine Ahnung, weil keiner weiß, wo der ist. Ne? So, alles klar. Also ich bin ein scheiß dreckiger Deutscher, ja? Und was noch? Und was noch? Du redest gerade nur schlecht über Muslime, ja? Nein, über den politischen Islam. Über den politischen Islam. Nicht schlecht gegen Moslems. Wir sagen, wir haben nichts gegen Moslems. Gegen friedliche, gewaltfreie, demokratisch überzeugte, moderne Moslems haben wir gar nichts. Ja? Dummer Wichser kommt als nächstes, ja? Dadurch kommt also so schon mal gleich gar nicht, gell? Du kannst Selbstgespräche führen. Ausreden, ja? Du siehst gerade, du redest gerade nur schlecht über Muslimen, ja? Ich hab's dir schon mal gerade eben. Wenn du es nicht begreifst, dann sage ich es dir nochmal. Wir reden nicht schlecht über Moslems, wir kritisieren den politischen Islam. Und den kritisieren wir konsequent. Du musst die Ohren aufmachen und zuhören. Ich sage nichts gegen Moslems. Verstehst du das? Nichts gegen Moslems. So, und den hier mit dem dreckigen Deutschen, ja, den werden wir noch erfassen. Ne? Ja, genau. Hochaggressiv, hochaggressiv und gewaltbereit, ja? Verpiss dich, du scheiß dreckiger Deutscher, ja? Das lassen wir uns hier in Deutschland, in Stuttgart, auf dem Schlossplatz ganz sicher nicht sagen von einem Moslem hier. Ich weiß nicht, wie lange der schon in Deutschland ist, ja? Aber er sollte lernen, dass hier der demokratische Rechtsstaat existiert. Dass man deutsche Bürger, die ihn aufgenommen haben, die ihn durchfüttern, die ihn hier wirklich Gastrecht gewähren, nicht als scheiß dreckige Deutsche diffamiert, ja? Wir müssen hier Erziehung leisten. Ja, normalerweise müssten die, wenn die über die über Grundgesetz beigebracht bekommen, ja? Bevor sie hier eindringen ins Land und dann vielfach eben auch Straftaten begehen. Leute, es kann nicht sein, dass von diesen sogenannten Flüchtlingen im Zeitraum 2015 bis 2019 eine Million Straftaten begangen wurden. Flüchtlinge, die ins Land reinkommen, die hier Asyl an der Grenze plappern und hier Schutz suchen, angeblich, und dann eine Million Straftaten begehen. Das sind so Straftaten wie Raub, Diebstahl, Messerattacken, Gewaltdelikte, Vergewaltigung und Terroranschläge mit dabei. Leute, das muss aufhören. Jedes Volk, was noch einen gesunden Menschenverstand hat, muss sagen, damit muss Schluss sein. Und wir sagen es immer und immer wieder. Jeder sogenannte Flüchtling, der hier eine Gewalttat begeht, eine Straftat, der sollte ins nächste Flugzeug gesteckt werden und zurück nach Afghanistan und Syrien und Pakistan, Somalia, Eritrea und wohin zurückgeführt werden.